Kurz nach Mitternacht hat ein 36-Jähriger unvermittelt einen 25-Jährigen angegriffen, der mit einer Gruppe von weiteren drei Personen unterwegs war. Vor einem Hochhaus am Striepenweg im Stadtteil Hausbruch griff er den 25-Jährigen mit einem Cuttermesser an, versuchte ihn das Messer in den Hals zu rammen. Der junge Mann erlitt Schnittverletzungen am Kinn, konnte den Angriff aber weitgehend abwehren. Dennoch musste er zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Begleiter des 25-Jährigen konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festsetzen.